euch heute, wie man Radiergummischleim macht. Ihr braucht einen ganzen Radiergummi für den Schleim. Entweder ihr könnt ihn einfach hier wegradieren auf so ein weißes Stück Papier. Das dauert aber ewig. Oder ihr könnt hier kleine Stücke vom Radiergummi abschneiden. Aber die müssen dann richtig winzig sein. So sollten die dann am Ende aussehen. Dann gebt ihr den Radiergummi in ein Glas. Und dann nehmt ihr das Schleimrezept aus meinem 100 Challenges Buch. Mein Buch gibt's ab dem 15. März überall zu kaufen. Jetzt gebt ihr Bastelkleber dazu. Aber seid vorsichtig, macht nicht zu viel Schleim, weil dann radiert er nicht mehr. Dann gebt ihr ganz viel Natron rein. Ein bisschen Kontaktlinsensuppe. Schon mal langsam wird es schon zum Schleim. Wenn sich der Schleim vom Glas löst, könnt ihr ihn auch rausnehmen. Ich habe mir jetzt hier ein bisschen Schleim genommen. Das nenne ich hier jetzt in Speisestärke, weil das sieht noch nicht aus wie ein Radiergummi und es glänzt noch viel zu doll. Der sieht mega aus. Ich habe jetzt hier ein Blatt und mal schauen, ob er radiert. Man muss zwar ein bisschen länger radieren, aber dafür funktioniert es und er ist auch richtig gut. Und wenn ihr ihn mitten in die Schule nehmen wollt, dann nehmt einfach ein kleines Döschen, steckt es einfach rein, macht zu und dann könnt ihr ihn schon mitnehmen.